Tesla veröffentlicht die Beta-Version des vollautonomen Fahrsystems FSD in der kommenden Woche. In diesem Video besprechen wir die vor kurzem veröffentlichten Neuigkeiten des Tesla-Geschäftsführers Elon Musk auf Twitter zum Status der kommenden Updates. Bitte vergesst nicht, den Daumen hoch zu klicken, wenn euch meine Recherchen weiterhelfen, und abonniert kostenlos meinen Kanal, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Die nächsten Wochen werden wahnsinnig spannend werden für Tesla. Die Aktie jedenfalls reagiert schon mal positiv und ist heute Morgen knapp 2,2% im Plus. Zunächst einmal reagierte Musk auf einen Tweet von ARK Invest Analystin Tasha Keeney über Waymos Fortschritte und einem Lob für Waymo. Waymo hatte ja gerade seine vollautonomen Fahrzeuge in Kalifornien einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Hier sehen wir einige Bilder, aufgenommen von Waymo-Passagieren. Darauf reagierte Musk: Waymo ist beeindruckend, aber eine hochspezialisierte Lösung. Der Tesla-Ansatz ist eine allgemeine Lösung. Die neueste Version von Tesla Autopilot ist in der Lage, ohne Intervention zu fahren, werden in Kürze eine begrenzte Beta-Version veröffentlichen. Musk spielt hier auf die erheblichen Nachteile der Waymo-Lösung an. Es wird geschätzt, dass ein aktueller Waymo-Sensor-Stack der fünften Generation zwischen $50,000 und $100,000 pro Fahrzeug kostet. Tesla hingegen setzt auf ein günstiges Kamerasystem, welches dann durch eine künstliche Intelligenz ausgewertet wird. Die Theorie dahinter: Wenn ein Mensch es mit zwei Augen, also im Grunde zwei Kameras, schafft, sich halbwegs sicher durch den Verkehr zu manövrieren, dann muss dies auch prinzipiell für einen Computer möglich sein. Außerdem operiert Waymo ausschließlich in streng abgeschirmten und vermessenen Gebieten, während Teslas Ziel es ist, praktisch auf jeder Straße an jedem Ort der Welt zu funktionieren. Außerdem funktioniert Waymo nur dort, wo sie über hochauflösende Karten verfügen, und auch nur so lange, wie sich nichts an dem Kartenmaterial ändert. Musk stimmt dieser These zu und schreibt weiter: Die Realität ist einfach zu chaotisch und seltsam. Unser neues System ist in der Lage, an Orten zu fahren, die wir nicht ein einziges Mal gesehen haben. Heute Morgen dann eine weitere positive Botschaft. Musk weist darauf hin, dass am Dienstag nächster Woche, das ist der 20. Oktober 2020, eine begrenzte Beta-Version des Full Self-Driving, also vollautonomen Fahrens, herauskommen soll und von professionellen und vorsichtigen Fahrern getestet werden soll. Wie ich Elon Musk und seine Marketingstrategien kenne, gehe ich stark davon aus, dass diese professionellen Fahrer auch die Erlaubnis haben werden, Aufnahmen von dem neuen System im Internet zu veröffentlichen. Es bleibt also spannend, und auf diesem Kanal bleibt ihr immer up to date. Bis zum nächsten Video. Ciao.